Am 5. November wählen die USA. Und wer gewinnt, beeinflusst auch, wie es mit dem Klimawandel weitergeht. The question to you both tonight is, what would you do to fight climate change? Wir haben uns die Klimapläne von Donald Trump und Kamala Harris mal angeguckt. Da hier steht Donald Trump and his friends in Big Oil. Und wir waren manchmal echt schockiert. Und dann haben wir uns gedacht, vielleicht starten wir mal ein Wettrennen darum, wie es mit den CO2-Emissionen unter den beiden weitergeht. Trump ist kein Klimaschützer, das wissen wir vermutlich alle, aber wie viel Schaden kann er tatsächlich anrichten? Und wären wir mit Kamala Harris wirklich besser dran? Es ist nicht egal, welchen Kurs die USA beim Klimaschutz einschlagen. Denn historisch hat kein Land mehr CO2 ausgestoßen als die USA. Und sie tun es auch heute noch gleich nach China, wobei da natürlich auch viermal mehr Menschen leben. Ja, und deshalb müssen die Emissionen runter. Das Ziel ist deshalb diese gelbe Linie, die CO2-Emissionen für die USA. Und die sollen runter bis 2050. Wo landen wir, wenn Harris gewinnt? Und wie verläuft der Pfad, wenn Trump Präsident wird? Wir haben auch euch gefragt, wie das aussehen könnte und selbst im Vorfeld eine Prognose abgegeben. Wobei ich am Anfang gar nicht wusste, irgendwie gehen die überhaupt auseinander. Ich glaube, man denkt, da passiert mehr, als es wirklich nachher einen Unterschied macht. Es ist auch wirklich nicht so einfach vorauszusagen, weil man ja nie so genau weiß, was einzelne Maßnahmen auslösen und ob sie am Ende dann umgesetzt werden und wie sie dann auch geplant sind. Aber Carbon Brief, eine Plattform für Klimaforschung und Klimapolitik, hat das anhand von verschiedenen Modellierungen mal untersucht und für beide Kandidatinnen einen Pfad ausgerechnet. Die Auflösung gibt's später. Starten wir mit Szenario 1. Kamala Harris gewinnt. Our action collectively, or worse, our inaction, will impact billions of people for decades to come. Es sieht so aus, als hätte sie verstanden, dass die Klimakrise ein Problem ist. Weil in den 4 Jahren als Vizepräsidentin hat sie immer mal wieder was dazu gesagt. Allerdings hat sie auch schon mal sowas gesagt wie das hier. As Vice President, I did not ban fracking. As President, I will not ban fracking. Okay. Hätte ich jetzt nicht so mitgerechnet. Und deshalb habe ich jetzt mal im Wahlprogramm geschaut, wie das grundsätzlich jetzt aussieht, was sie da vorhat. Von den 92 Seiten sind es fast 10 Seiten nur Richtung Klimawandel, Energiepreise und Unabhängigkeit der Energieversorgung. Sie schreiben, was sie schon gemacht haben. Sie schreiben aber auch, was sie zum Beispiel bis 2030 noch schaffen wollen. Zum Beispiel 10% geringere Stromkosten, 13% geringe Gaspreise bis 2030. Das ist eine konkrete Ansage. Im Grunde will Harris vor allem das fortführen, was in den letzten Jahren unter Joe Biden schon angefangen wurde. Weil der hat in Sachen Klimaschutz was ziemlich Großes auf den Weg gebracht. Und das sagt auch Sonja Thierges, die zu internationaler Klimapolitik forscht. Der Inflation Reduction Act der IRA ist tatsächlich das größte Klimagesetz, was es möglicherweise weltweit je gegeben hat. Inflation Reduction Act, kurz IRA. Mit dem IRA wollte die Biden-Regierung die Wirtschaft in den USA ankurbeln, vor allem aber Emissionen senken. Bis 2030 um ganze 40%. Zum Beispiel, indem mehr Anlagen für erneuerbare Energien gebaut werden und E-Autos leichter zu bekommen sind. Ja, und dafür wurden knapp 370 Milliarden Dollar locker gemacht. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. 370 Milliarden für Klimaschutz. Solche Summen hat tatsächlich noch nie ein Land vorher ausgegeben für diese Transformation. Und die werden inzwischen, diese Summen könnten tatsächlich noch deutlich steigen, weil es viele der Ausgaben gar nicht begrenzt sind. Und in diesem Umfang ist es auf jeden Fall neu und vor allem auch für die USA, die vorher noch gar nicht ein Klimagesetz in der Form hatten. Die ersten kleinen Erfolge durch Bidens IRA sieht man sogar schon. Zum ersten Mal kam zum Beispiel mehr Strom aus Erneuerbaren als aus Kohle. Gas ist aber immer noch Spitzenreiter. Trotzdem gingen die Emissionen auch 2023 weiter zurück. Und all das will Harris im Prinzip fortführen. Es wird also weiterhin Geld für Erneuerbare geben, strengere Emissionsregeln, Fokus auf E-Mobilität und gute diplomatische Beziehungen. Weil die braucht es ja einfach, um so ein globales Problem wie die Klimakrise anzugehen. Nochmal krassere Klimaschutzgesetze als Biden wird sie vermutlich nicht bringen. Das haben uns zumindest alle Fachleute gesagt, mit denen wir gesprochen haben. Also, alles super? Naja, der Inflation Reduction Act ist ein riesiger Schritt für die Klimapolitik in den USA, löst aber leider nicht alle Probleme. Denn man muss auch sagen, seit Joe Biden Präsident ist, wurde mehr Öl gefördert als je zuvor. Und die Förderung von Öl und Gas ist halt immer noch ein lukratives Geschäft. Das weiß auch Kamala Harris. Ihren Widerstand gegen Fracking, den hat sie aufgegeben. Also wo landet Harris jetzt im Klimarennen? Schauen wir uns das mal an. Der Pfad für die Demokraten sieht mehr oder weniger so aus.
Also die Emissionen sinken weiterhin. Und es gibt auch Berechnungen, die sagen, mit dem IRA sinken die Emissionen sogar noch mehr, also bis zu 43%. Das könnte also ein bisschen besser sein als die 40%, die von den Demokraten versprochen wurden. Also meine Prognose war schon relativ genau und übrigens auch die meisten von euch lagen ziemlich gut bei der Prognose. Die Klimaziele werden unter Harris aber trotzdem verfehlt. Denn wenn man es ernst meint mit Klimaschutz, dann geht es nicht nur um Energiepolitik, sondern auch darum, wie wir Ressourcen nutzen, Flächen gestalten oder bestimmte Lebensräume besser schützen können. Es tut sich was bei den Demokraten, aber eben zu wenig. Wie viel schlechter ist es jetzt bei Donald Trump, der den menschengemachten Klimawandel sogar öffentlich geleugnet hat? Was dazu in Trumps Wahlprogramm steht, das habe ich mir mal angeguckt. Das ist ein PDF mit 16 Seiten, aber besser als nichts. Zuerst habe ich Climate, also Klima, in die Suche eingegeben. Yes. Es gab einfach keine Treffer. Also habe ich es mal mit Umwelt probiert, Environment. Ja, okay, was mit der Umwelt? Da steht nur was zu Learning Environment in Schulen. Nur bei Energy, da bin ich fündig geworden. Okay, also halten wir mal fest. Trump interessiert sich null für das Klima und will hauptsächlich fossile Energien fördern. War ja eigentlich auch zu erwarten. Dabei ist Klimaschutz ein globales Problem. Interessieren sich die Republikaner wirklich gar nicht dafür? Also haben wir weiter gesucht und auch was gefunden. Und sie beschäftigen sich schon damit, aber eher im umgekehrten Sinne, nämlich wie sie Klimaschutz quasi aushebeln können. Und verankert ist das in einem Projekt, von dem ihr vielleicht schon gehört habt, das Project 2025. Das kommt von der Heritage Foundation, einem konservativen Think Tank in den USA. Und der beschreibt, für den Fall, dass die Republikaner gewinnen, wie die Exekutive danach umgestaltet werden könnte. Der Präsident würde so nochmal deutlich mehr Macht bekommen, als er jetzt eh schon hat. Und dann habe ich mal geschaut, was in diesem über 900 Seiten PDF übers Klima drin steht. Climate. Oh, ha. 157 Treffer auf 922 Seiten. Irgendwie Klimawandel und Rassen, Extremismus, Klimawandelforschung, Klimafanatismus, Klimaextremismus. Als würden die einfach nur gerne zurück in die Vergangenheit. Und da steht da zum Beispiel sowas. Support Repeal of Inflation Reduction Act. Und da ist das Wort Repeal. Okay, also Repeal würde bedeuten, sie wollen das Klimaschutzgesetz von Biden wieder aufheben. Geht das überhaupt? Für das ganze Gesetz ist es auch, glaube ich, nicht wahrscheinlich, dass er Mehrheiten bekommt, einfach weil das Gesetz auch unter Republikanerinnen und Republikanern doch auch durchaus beliebt ist. Aber genau, er könnte Teile davon quasi rückgängig machen. Das IRA, ihr erinnert euch, das ist ein echt gutes Klimaschutzgesetz. Schon Teile davon rückgängig zu machen, könnte heißen, kaum oder gar keine Förderung für erneuerbare Energien, für E-Autos oder für grüne Jobs. Offiziell distanziert sich Trump vom Project 2025 und sagt, er habe damit nichts zu tun. Aber Sonja Thielges hält das für unwahrscheinlich. Das sind Leute, die früher in seiner Regierung mitgearbeitet haben, die ihm grundsätzlich politisch auch sehr nahe stehen. Und es sind auch die meisten Forderungen im Klimaschutz und im Energiebereich sind das durchaus auch Forderungen, die er auch schon so formuliert hat. Also ich wäre jetzt überrascht, wenn er das nicht in großen Teilen zumindest versuchen würde zu übernehmen. Und das ist nur der Anfang der Project 2025-Pläne. Wir können hier einfach gar nicht alles abdecken, weil da so unglaublich viel drinsteht. Ja, zum Beispiel steht da drin, dass sie der Umweltbehörde EPA so viel Macht entziehen wollen wie nur möglich. Und ganz besonders die Feststellung von 2009 updaten, dass CO2 gesundheitsgefährdend ist. Aktuell ist diese Feststellung nämlich die Grundlage für so manche Klimapolitik in den USA. Ja, und ohne die kann man sich ja denken. Außerdem wollen sie die Mitarbeitenden in den verschiedenen Behörden überprüfen. Hier also mal ein Zitat aus dem Teil über die Umweltbehörde. Ja, und dann wollen sie die halt entweder austauschen oder die Stellen einfach direkt streichen. Also eigentlich wollen sie Umweltschutz aufgeben. Vor allem das Ziel, weltweit 30% der Fläche bis 2030 unter Naturschutz zu stellen. Und so weiter. Und wenn ihr euch da jetzt noch mal tiefer einlesen wollt, dann haben wir unten bei den Quellen noch mal ein paar Links für euch. Um es kurz zu machen, Trumps Pläne fürs Klima sind ziemlich katastrophal. Das zeigt auch seinen Emissionspfad, den lösen wir jetzt mal auf. Bis 2030 würden mit Trump als Präsidenten nach dieser Analyse 4 Milliarden Tonnen Emissionen mehr entstehen als mit Harris. Oder anders gesagt, 5-mal so viele, wie Deutschland im Schnitt in den letzten Jahren verursacht hat. Und das ist ja schon zusätzlich zu den eh schon hohen Emissionen der USA.
Okay, also ich habe sogar noch schlimmer eingeschätzt und einige von euch dachten sogar, es wird noch schlimmer, als ich schon eingeschätzt habe. Gar nicht so abwegig, denn wir hatten mit Carbon Brief gesprochen, die die Analyse gemacht haben. Und die haben nur mit eingerechnet, wie viel zusätzliche Emissionen entstehen, wenn das IRA ausgehebelt wird. Die Pläne aus dem Project 2025, die sind da noch gar nicht mit drin. Es würden vermutlich also tatsächlich noch mal mehr Emissionen entstehen durch Trump. Das ist gar nicht gut. Aber selbst wenn die Republikaner gewinnen, es wären ja erstmal nur 4 Jahre Amtszeit, oder? Na, es ist total schwer zu sagen, wie groß der Schaden in 4 Jahren genau ausfällt. Und es ist auch schwer zu quantifizieren, wie viel mehr CO2 in der Atmosphäre das bedeutet, wenn die Pläne aus dem Project 2025 auch wirklich umgesetzt werden. Aber es geht ja nicht nur um CO2, es geht um internationale Zusammenarbeit, um die Leute, die in den Behörden arbeiten. Also ja, der Schaden, den Trump fürs Klima anrichten könnte, würde weit über seine Amtszeit hinausgehen. Und das in einer Situation, in der wir klimamäßig eh schon ziemlich mies unterwegs sind. Vielleicht erinnert ihr euch noch, dass Trump in seiner letzten Präsidentschaft aus dem Pariser Abkommen ausgestiegen ist. Das Project 2025, das empfiehlt das wieder zu tun, aber sogar noch mehr. Und zwar aus der UN-Klimarahmenkonvention auszusteigen. Das wird ziemlich heftig, denn die Konvention, die ist völkerrechtlich bindend. Sie ist die Basis für die globale Klimapolitik. Und wären die USA da einmal raus, dann würden sie so schnell auch nicht mehr wieder reinkommen. Sonja Thielges und andere Fachleute gehen davon aus, der US-Kongress ist aktuell so polarisiert, dass Mehrheiten für jede Art von Abkommen sehr unwahrscheinlich sind. Der Austritt, wenn er denn gelingen würde, wäre im Grunde ein dauerhafter Rückzug der USA aus den internationalen Klimaverhandlungen. Also das wäre schon tatsächlich ein ziemlich radikaler und auch fataler Schritt sicherlich für den Klimaschutz. Und dann sind da noch die grundsätzlichen Pläne von Trump. We will drill, baby, drill. Ja, er sagt wirklich bohren, baby, bohren. Trump will also Öl und Gas fördern, so viel er kann, viel mehr als bisher geplant ist. Er will Lizenzen dafür vergeben, so viele wie möglich, auch für Naturschutzgebiete und für öffentliches Land. Ja, und diese Lizenzen, die verschwinden leider nicht einfach, wenn Trump irgendwann nicht mehr regiert. Sie sind dann da. Und das heißt so oder so viel mehr fossile Energie und damit viel mehr CO2-Emissionen. Und das über Jahrzehnte. Und es geht nicht nur um harte Zahlen, sondern auch darum, wie wir ab jetzt über die Klimakrise reden. It'll start getting cooler. You just watch. Ja, aktuelles Beispiel, die Hurricanes Helene und Milton. Tausende haben ihr Zuhause verloren. Über 240 Menschen sind gestorben. Donald Trump hat die Hurricanes genutzt, um massig Falschinformationen über seine politischen GegnerInnen zu verbreiten. Das ging ja sogar so weit, dass manche aus der Partei Verschwörungserzählungen weitererzählt haben, nämlich Hurricane Helene sei von den DemokratInnen herbeigeführt oder manipuliert. Ja, das ist natürlich totaler Quatsch. Also wenn überhaupt irgendwas bei einem Hurricane manipuliert wurde, dann durch die Verbrennung von Kohle und Öl. Der Klimawandel, der macht nämlich Stürme wie so ein Hurricane wie Helene 2,5-mal wahrscheinlicher. Aber solche Geschichten beeinflussen natürlich den öffentlichen Diskurs. Ja klar, und wenn wir uns nicht darauf einigen können, dass unsere Art zu wirtschaften, also Öl und Gas zu verbrennen, solche Extreme verstärkt, dann haben wir ein echtes Problem. Und wir können uns ja nicht mal darauf einigen, dass es schlimmer wird, je heißer es wird. Also wie sollen wir dann darauf angemessen reagieren? Werdet ihr die Wahl verfolgen oder ist euch das zu gruselig? Schreibt es mal in die Kommentare. Wie der Klimawandel unser Leben ganz konkret in Deutschland verändern wird, das erklären wir in diesem Video. Wann wird es so richtig schlimm und was davon erlebst du noch? Ja, und wie ich im Jahr 2084 aussehen werde, das erfahrt ihr auch. Also, wenn ihr das wissen wollt, klickt da doch mal rein.